Hallo und Servus liebe Trader, herzlich willkommen zu einem weiteren 5 Minuten Video Coaching von TraderFox. Mit dem heutigen Video möchte ich mich speziell an Börsenneulinge wenden, die mit der TraderFox Software noch nicht so gut vertraut sind, und ich zeige euch in diesem kurzen Video, welche unglaubliche Vielzahl an Features euch am Trading Desk geboten wird. Ich gebe euch dabei einen kurzen Überblick, wie ihr euch auf dem Startbildschirm zurechtfinden könnt, zeige euch, welche Funktionen euch dort ganz genau zur Verfügung stehen und welche Schritte sich dann anbieten, um mit seinen Screenings loslegen zu können. Viele neue Trader, die den Trading Desk zum ersten Mal nutzen, wissen oftmals nicht, wo sie beginnen sollen, und damit euch der Start erleichtert wird, schauen wir uns das Ganze jetzt gemeinsam an. Dazu gehen wir auf unseren Trading Desk auf www.traderfox.com. Zuallererst braucht ihr einen Nutzerzugang, um die Software nutzen zu können. Falls ihr diesen noch nicht habt, findet ihr auf www.traderfox.de das entsprechende Angebot und könnt euch hier euren Zugang sichern. Und anschließend klickt ihr einfach hier oben auf den Login-Button. Ich bin hier jetzt bereits eingeloggt, und anschließend könnt ihr alle im Abo inkludierten Funktionen nutzen. Zuerst einmal findet ihr am Trading Desk mehrere Menüleisten. Zum einen hier oben in der Mitte eine Spalte, dann habt ihr rechts eine Menüleiste und auch am unteren Rand. Rot markiert seht ihr immer, auf welchem Desktop ihr euch gerade befindet. Wir befinden uns jetzt auf unserem Standard-Desktop. Ihr seht, ihr könnt hier auch einen speziellen Forex-Desktop nutzen. Hier habt ihr dann speziell entsprechende vorgefertigte Fenster angeordnet, die euch euer Forex-Trading erleichtern. Aber ihr könnt euch auch ein Simulationsdepot erstellen. Ihr könnt beim Trader Race mitmachen, und hierfür habt ihr unten in der Leiste vorgefertigte entsprechende Desktops. Mit dem Lampensymbol könnt ihr je nach Belieben die Anzeigen von hell auf dunkel schalten. Ansonsten habt ihr hier unten links noch einen Reiter, mit dem ihr auf weitere vorgefertigte Desktops zugreifen könnt. Ihr findet hier zum Beispiel einen Guru-Desk nach Nicola Stavas, William O'Neill, mit denen ihr speziell nach Trendfolge bzw. auch Wachstumsaktien suchen könnt. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, einen eigenen Desktop zu erstellen. Dies erkläre ich euch aber in weiteren Videos. Wir bleiben jetzt hier beim Überblick. Wichtig hier oben noch bei der Menüleiste, wir gehen noch einmal auf unseren Standard-Desktop. Wie gesagt, einfach mit einem Linksklick darauf findet ihr ganz links beginnend das Raketensymbol. Hiermit lässt sich der Listen-Explorer öffnen und euch wird die gesamte Vielzahl der euch zur Verfügung stehenden Echtzeit-Kurslisten angezeigt. Dies betrifft zum einen den deutschen Markt, den US-Markt, aber ihr könnt auch gezielt nach europäischen Aktien, aber auch nach von TraderFox exklusiv zur Verfügung gestellten Kurslisten suchen. Daneben befindet sich die Suchleiste. Dort könnt ihr nach beliebigen Aktien suchen, indem ihr einfach den Namen eingibt. Wir versuchen das jetzt einfach mal mit der Aktie von Adidas, und anschließend könnt ihr unter den betreffenden Börsenplätzen die gewünschte Aktie auswählen. Unter der Spalte Kursliste, ihr müsst hier einfach nur mit dem Cursor darüber fahren, dann wird die Spalte geöffnet, könnt ihr euch eigene Kurslisten erstellen bzw. im Schnellzugriffverfahren auf die wichtigsten Listen zugreifen. Daneben habt ihr vorgefertigte Scans, mit denen ihr spezielle Screenings durchführen könnt. Ihr könnt aber auch auf die Radarfunktionen zugreifen. Diese zeigen euch unter anderem, welche Signale gerade besonders gut funktionieren und wann diese getriggert werden. Könnt euch unter dem Punkt Chart mit einem Linksklick einfach ein neues entsprechendes Fenster öffnen. Ihr könnt die Mini-Charts nutzen. Das sind einfach kleinere Chartfenster, die sich speziell zum Überwachen einer größeren Vielzahl von Aktien eignen. Unter der News-Spalte könnt ihr vor allem auf das DPA AFX Profit Tool zugreifen, sofern ihr einen Zugang besitzt, und daneben befindet sich noch die Derivate-Box, mit der ihr ganz schnell und einfach entsprechende Hebelprodukte heraussuchen könnt. Weiters könnt ihr hier mit einem Klick auf Börsenspiele direkt auf den Börsenspiele-Desktop wechseln. Dort bietet es sich immer wieder an den aktuellen Trader Races teilzunehmen, um seine eigene Strategie verbessern zu können. Um sich mit Tradern auszutauschen, könnt ihr auch auf den TraderFox Chat zugreifen. Auch hierzu gibt es bereits ein spezielles Video, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet. Weitere offene Fragen und Probleme mit der Software könnt ihr einfach im Support Room melden. Dort bekommt ihr dann immer schnell eine entsprechende Rückmeldung. Daneben findet sich eine weitere Liste mit unzähligen Funktionen,
Unter anderem könnt ihr hier auf die Infobox zugreifen, ihr könnt erneut ein Simulationsdepot erstellen, könnt euch unter Tops und Flops die größten Tagesgewinner und Verlierer anzeigen lassen und findet hier einige Funktionen mehr. Unter dem Zahnradsymbol könnt ihr dann eure entsprechenden Einstellungen am Trading Desk ändern. Daneben findet ihr die Schnellordermaske. Wenn ihr eine Finanzen.net Brokerage-Anbindung habt, könnt ihr direkt vom Trading Desk heraus handeln. Das erleichtert euch natürlich die Durchführung eurer Trades. Nähere Informationen bekommt ihr, wenn ihr einfach auf Buy klickt, denn dann werdet ihr automatisch zum entsprechenden Link weitergeleitet. Weiter rechts seht ihr dann die Kursinformationen der wichtigsten Indizes. Zum einen seht ihr den DAX, den Dow Jones, aber auch den Euro zum US-Dollar. Und ihr könnt euch so ganz schnell und einfach einen allgemeinen Überblick über die aktuelle Marktsituation verschaffen. Ganz rechts in der Spalte findet ihr den Trader Wingman, die TraderFox Cloud, wo ihr eure Kurslisten, Chartanalysen und Trading-Ideen teilen könnt. Ihr findet erneut einen Zugang zum Chat, aber ihr könnt auch unter anderem auf Kalenderfunktionen und auch Kursalarme zugreifen. Ganz unten rechts findet ihr immer den One Markets Blog. Dieser wird täglich immer wieder aktualisiert und bietet euch die aktuellen Nachrichten über das Börsengeschehen bzw. auch Trading-Ideen. Darunter habt ihr dann noch einige Funktionen angezeigt. Ihr bekommt zum Beispiel die Möglichkeit, auf das rote A zu klicken, dann schaltet dieses auf grün und die Autosave-Funktion ist aktiviert. Das bedeutet, jegliche Veränderung, die ihr dann hier am Trading Desk vornehmt, wird automatisch abgespeichert und beim nächsten Ladevorgang wieder so angezeigt. Über das Plus-Symbol könnt ihr euch dann auch einen eigenen Desktop erstellen. Auch hierzu gibt es dann entsprechende Videos. Wir bleiben jetzt hier auf unserem Standardbildschirm, wo euch unter anderem vorgefertigt eine schnelle Marktübersicht geboten wird. Hier findet ihr erneut die wichtigsten Kursinformationen über Indizes und Rohstoffe. Ihr findet eine spezielle Kursliste von deutschen Aktien, die ein Handelsvolumen aufweisen, das über 1 Million Euro liegt. Dieser eignet sich auch hervorragend, um die wichtigsten Aktien im Überblick zu behalten. Standardmäßig bekommt ihr in der Mitte immer den Chart des DAX angezeigt, findet darunter dann in der Box Tops und Flops, wie bereits erwähnt, die aktuellen Tagesgewinner und auch die größten Verlierer. Ihr könnt hier entsprechend umschalten zwischen DAX, MDAX, SDAX, TechDAX Aktien oder auch auf den US-Markt könnt ihr zugreifen. Besonders spannend oben rechts ist der Branchen- und Sektoren-Screener, denn mit diesem könnt ihr ganz schnell und einfach gezielt nach den besten Aktien aus bestimmten Branchen suchen. Wenn ihr zum Beispiel beobachtet, dass die Immobilienaktien gerade sehr gut laufen und ihr möchtet speziell aus diesem Sektor die relevantesten Titel auf eurer Liste haben, dann könnt ihr einfach auf die entsprechende Branche klicken und könnt dann hier ganz gezielt nach vereinzelten Sektoren suchen. Wenn ihr zum Beispiel Immobilien aus dem Gesundheitswesen sucht, findet ihr eine entsprechende Liste, könnt euch hier Aktien anzeigen lassen. Wir haben hier gleich ganz oben eine Medical Properties Trust. Hier deutet sich zum Beispiel gerade ein gewaltiger Big Picture Breakout an, aber so findet ihr auch viele weitere Titel wie zyklische Konsumgüterhersteller. Zum Beispiel könnt ihr hier nach Autoherstellern suchen und habt dann hier sofort immer die relevantesten Titel auf der Liste. Wenn ihr euch eine entsprechende Kursliste dazu öffnen möchtet, dann könnt ihr das auch machen, indem ihr einfach hier drüben auf das Kurslistensymbol klickt. Dann öffnet sich die Liste und ihr könnt diese je nach Belieben weiter verändern und auch gezielt beobachten. Darunter habt ihr noch einmal geöffnet das News Terminal, wo ihr speziell nach den aktuellsten Nachrichten zu den jeweiligen Aktien suchen könnt. Ihr seht also, dass euch hier bereits am Startbildschirm eine große Vielfalt an verschiedenen Features geboten wird. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video nun einen guten ersten Überblick darüber verschaffen und die näheren Funktionen der einzelnen Tools seht ihr in den weiteren Videos.